Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück im Bergischen Land auf Hof Community. Wollen wir mal weiter. Oh, ich fahr voll falsch rum, ne? Unser Überladerohr. Wo kann er jetzt raus? Dann mucken wir eben hier ein bisschen was weg. Oh, das Gerät ist nicht angewechselt, dann geht das immer auf. Wow, schon wieder voll in der Gerste, ne? Na egal. Ist ja nur unsere. War eh nicht schön gesät. So, ab fort. Sollen wir hier Funzel anmachen? Oh, seht ihr mehr, ne? Sicher ist sicher. Dann wollen wir das mal alle runterbeißen, ne? Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Aber verschenken möchte ich das nicht. 450 Glocken in der BGA pro 1000 Liter ist schon eine Menge Holz, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Deswegen. Vielleicht kriegen wir den Roper wieder raus. Aber wir haben Gärreste, ne? Das darfst du nicht vergessen, ne? Wir können Dünger sparen. Wenn wir uns endlich mal ein Güllefass anschaffen können. Können wir richtig Dünger sparen. Ich habe hier auch Shopper's Throw mit draufgenommen, ne, wegen der Düngestufe. Das gibt's ja jetzt im Mod-Hub. Kann ich euch nur empfehlen. Ist eigentlich ganz tutti, ne? Dann kriegst du, wenn du das Stroh häckselst, also nicht vom Feld runterholst, kriegst du eine Düngestufe. Ich finde, da macht es auch wieder Sinn, das Stroh zu häckseln, wenn du es nicht brauchst. Weil sonst ist es verschenktes Geld in meinen Augen, ne? So kriegst du dann eine Düngestufe davon. Dann lohnt sich das schon, das auch mal zu häckseln, ne? Und nicht nur zu pressen und wegzufahren. Das macht dann schon wieder ganz anders Sinn. In meinen Augen. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht. Wahrscheinlich die meisten Leute machen sich gar nicht die Arbeit und holen das Stroh runter, ne? Die häckseln das direkt und denken sich, pff, aber das sind auch Kohlen, ne? Sollte man nicht unterschätzen, das Geld, was man dadurch einnehmen kann. Bin ich der Meinung. So, das wird nur einige Stunden in Anspruch nehmen hier. Ich weiß gar nicht, letztes Mal, wie viel haben wir letztes Mal runtergeholt? Ey, jede Menge, ne? 300.000? Mehr waren das, ne? Ich hatte ja noch über 150.000 am Feldrand liegen. Ja, wir brauchen auch mal einen größeren Kipper, ne? So langsam ist unser Krone ein bisschen löt. Wenn wir solche Aktionen fahren, dann brauchen wir echt schon einen Kipper, auf Deutsch gesagt. Nicht so einen kleinen Anhänger. Aber wir sind gleich schon wieder voll, dann kannst du jetzt wieder ruckzuck durch die Gegend juckeln, hierhin, dahin. Ja. Was willst du machen? Das eine willst du, das andere musst du. That's life. Oder wie sagt man so schön? Ist im normalen Leben auch so. Läuft doch. Also ich kann mich nicht beschweren. Wir kommen so langsam voran, wir kommen in Schwung. Es läuft. Was wollen wir mehr? Ich hoffe nur, dass wir das alles in diesem Ingame-Tag runtergebissen kriegen. Ne? Aber das wird noch ein richtiges Problem. Dann nochmal Miete, ey. Dann sind wir echt pleite. Aber egal, ne? Da stehen wir drüber. Ja, kommen wir noch bis unten? Hoffe ich ja, ne? Dass wir noch bis unten kommen. Können wir direkt. Ja, ich bin am Überlegen, ob wir uns nicht dieses olle Überladerohr kaufen sollten, ne? Dass wir das direkt im Bunker reinkippen können. Dann brauchen wir nicht schütten.
Wäre vielleicht ein Vorteil, ne? Wir kommen wieder nicht bis unten, ne? Könnten wir echt mal eben überlegen, ne? Ne, stecken wir ein und machen das Gepiepse aus. Ist so aus. So. Für der bin der. Ich glaube, wir kaufen die und stellen die direkt an der BGA an Sumpf hin. Dann können wir die Rüben da direkt reinkippen, ne? Das machen wir auch. Oh, kann ruhig Plastik sein. Kaufen. Jo, danke. So, dann brauchen wir eben Schlepper. Ne, da habe ich noch gerade keine Zeit für. Ne. Guck, wir fahren eben einen Truck. Abfahrt. Lichter machen. Abfahrt zum Händler, liebe Leute. Irgendwas kommt ja immer dazwischen. Aber ich glaube, das ist ganz sinnig, wenn wir das so machen. Weil ich spare mir das Geschippe. Stellen wir das Ding einfach da oben dran an die BGA. Formel Kipper dran. Du kannst direkt einladen, ne? Von daher ist das ganz eine sinnige Sache in meinen Augen. Das spart sich halt Arbeit, ne? Ob du jetzt da 2 Minuten abkippst oder in einer Minute abkippst und schubst hinterher 10 Minuten, ne? Dann finde ich Mathe schon einen kleinen Unterschied, ne? Ist zwar jetzt wieder aufwendiger, erst zum Händler zu juckeln, sich das Ding dahin zu stellen, dies, das, jenes, aber shit, das macht wieso. Mann, 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 Mann. Das läuft. Sektor, das läuft. Heute ist Samstag, ne? Boah. Also, liebe Leute, ach nee, das ist ja schon vorbei. Das ist ja die Sonntagsfolge. Mann, 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 Mann. Muss den Verkehr noch wieder anmachen, ne? Aber manchmal nervt der. Manchmal nervt der Verkehr. Wir können auch mal gucken, ob wir demnächst hier wieder Erntemission machen können, ne? Aber wir haben echt im Moment genug zu tun, dass wir eigentlich über Missionen gar nicht drüber nachdenken müssen, ne? Wenn wir das hier alles fertig haben, dann ist Grasmähen dran. Vor allem Klee, ne? Heu machen. Da geht bestimmt wieder ein Ingame-Tag für drauf. Also von daher denken wir da gar nicht erst drüber nach, Missionen zu machen. Das wird's nicht bringen. Die Brücke ist auch genial, ne? So breit, dass du dann nicht mit dem Rohrpott drüber kommst, also mit dem Schneidwerk. Fand ich nicht so schicki vorhin. Weil ich ein fauler Hund bin und mit den Schneidwerkswagen eigentlich immer spare, war das nicht so eine coole Idee. So, Abfahrt. Und war das Ding auch schon mal, ne? Das erspart uns doch einiges an Arbeit. Du kannst von ausgehen, ja. Das erspart uns einiges an Arbeit. Ach, das Verkehr ist ja gar nicht an.
Hier mit unseren schicken MB-Truck, ne? Schicki Freuni. Vielleicht sollten wir ja auch mal anfangen, Schlepper ein bisschen auszutauschen. Dass mal wieder Abwechslung in die Bude kommt. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob wir ein bisschen mit MB-Truck hier spielen sollen. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf, ne? Kommt doch mal wieder anderer Schwung ins Spiel oder so. Vielleicht den 312er austauschen gegen den kleinen MB-Truck, gegen den 900er. Hätte wahrscheinlich auch Vorteile, ne? So, das machen wir mal diese Folge noch fertig und dann geht es in der nächsten Folge weiter, ne? Das wird... Boah, die Folge ist eigentlich schon zu Ende, ne? Ja. Hey Leute, ich bringe das Ding dann mal noch weiter hier zur BGA und wie das funktioniert. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich sag dann aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Hier wäre wichtig für den Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.